Und grüß euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ihr seht, kochen wir heute nicht. Wir haben trotzdem Großes vor. Und wir machen Schlehenlikör, auch Schlehenfeuer genannt. Und dazu brauchen wir natürlich die selber gesammelte Schlehen, eine Vanilleschote, Zimtrinde, einen Mörser, eine große Flasche. Also ich mache immer gern eine größere Menge an. Und Rohrzucker, brauner Rohrzucker, und ich nehme, um das anzusetzen, Rum, weißen Rum. Ihr könnt auch braunen Rum nehmen, ihr könnt auch Whisky nehmen, ihr könnt auch Doppelkorn nehmen. Alles, was so um die 37-38% hat, Volumenprozent Alkohol. Und wir müssen zuerst die Schlehen waschen. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und wir brauchen den Mörser, um ein paar Beeren zu zerstoßen, weil die Kerne enthalten Bittermantelaroma und es ist ein ganz toller Geschmack, wo da unbedingt mit reingehört, und dazu mörsern wir die. Wir müssen die Kerne richtig knacken. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Waschen von den Schlehen und dann kommen noch weitere Informationen. Und Action Schlehen, die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Da müsst ihr raus in die Natur und die werden jetzt reif. Der erste Frost ist schon drüber. Diese Gerbstoffe, die diese Früchte enthalten, die halbieren sich dann, wenn sie Frost abgekriegt haben. Ihr könnt sie natürlich schon auch reif ernten und sie einfach in die Gefriertruhe tun, dass sie den Frost auch abkriegen. Aber am besten ist natürlich, wenn die draußen sind, den ersten Frost abbekommen haben. Wir tun die einfach in den Topf rein und lassen da kaltes Wasser reinlaufen. Machen den Topf voll und die Schwebteile, die kommen alle nach oben. Und da die Früchte, die Beeren, an einem Strauch hängen und nicht auf dem Boden, sind die gar nicht so arg verschmutzt. Nur ein bisschen Blätter und solche Dinge hängen da dran. Aufpassen, dass es nicht zu stark läuft, das Wasser. Sonst schwemmt euch zu viel von den Beeren aus dem Topf raus. Die platzen dadurch auf, ersparen wir uns die Arbeit, um die anzupieksen, schön drin rumwühlen. Es macht auch durchaus nichts, weil wenn sie dabei etwas aufplatzen und kaputt gehen, dann geben sie ihren Saft auch viel besser ab. Da kommt kein Fuchs hin, da kommt überhaupt nichts hin, außer ein paar Vögel. Und das waschen wir jetzt einigermaßen runter. Und der Alkohol, der macht ja voll uns alles kaputt. Was eventuell ein Keim mit drin sein könnte. Dieser Schlehenlikör wird zu Weihnachtszeit fertig sein. Und es ist natürlich ein tolles Geschenk, wenn man was selber gemachtes verschenken kann. So, ich passe schon immer auf beim Sammeln, dass ich nicht zu viel Blätter und solche Sachen mit in den Eimer tue. Und deswegen sind die hier ganz schön sauber. Und ich würde sagen, da haben wir was. Raus damit. So, ich würde sagen, das reicht. Und jetzt tun wir sie absieben. Wir nehmen ein relativ großes Sieb und kippen die da einfach rein. Lassen wir etwas abtropfen. Ich habe jetzt eine gute Handvoll in den Mörser rein. Das muss nicht so viel sein. Wichtig ist, dass die Kerne erwischt werden. Und jetzt einfach hier rein und gut drücken. Es muss knacken. So ist es dann. Hier sieht man diese zerdrückten Kerne und hier ist noch ein ganzes. Also das sind schon ziemlich stabil. Müssen wir schon ein bisschen dran arbeiten, dass wir die zum Knacken bringen, damit wir dieses Bittermantelaroma freisetzen. So, jetzt haben wir das ganz schön zerstoßen hier. Da sieht man diese geöffnete Kerne. Und
Man muss vielleicht auch ein bisschen draufhauen mit dem Mörser. Dann ist das ein bisschen hervor. Das sind doch ganz schön hart, gell? Müsst ihr gucken, wie er sie klein bringt. Vielleicht würde er sie einfach mit dem Hammer klein klopfen. Gut, das hätten wir auch den Schritt. Und weiter geht's. Jetzt füllen wir als erstes unsere zerstoßene Beeren rein. Das ist ein bisschen durch den kleinen Flaschenhals. Ist ein bisschen schwierig, aber irgendwie wird das schon schaffen. Jetzt schneide ich die Vanilleschote in der Mitte durch, dass dieses Aroma besser freisetzt. Und rein damit. Die Zimtrinde tun wir auch unten rein. Und jetzt füllen wir mal einen Teil von den Beeren rein. Das ist eigentlich die schwierigste Arbeit, durch diesen Flaschenhals das reinzubekommen. Wenn ihr eine größere Flasche habt, Saftflasche oder was auch immer, die haben einfach eine größere Öffnung oben, da bekommt man das einfacher rein. Ich nehme gern diese große Flasche, weil ich eine größere Menge anmache und die hat nun mal diesen schmalen Hals. Aber auch da bringe ich sie immer wieder rein. Um die in die Flasche reinzubekommen, in den Flaschenhals, nehme ich so einen Trichter. Und das ist eine bisschen mühsame Arbeit, aber da muss man halt durch. Nehme ich eine Handvoll und tue sie rein. Das ist natürlich bei der Menge, dauert es ein bisschen. Ohne Trichter wird es viel, viel schwieriger. So, diesen Vorgang muss ich euch ja nicht zeigen, bis die Flasche voll ist. Wir machen dann weiter. Wenn die Flasche so zu einem Drittel gefüllt ist. Wir stellen ja Schlehenlikör her. Und da muss schon reichlich Zucker rein. Es gibt da so viele verschiedene Rezepturen. So babsüß mag ich es nicht haben. Und an für sich müsste die 500 Gramm müssten ganz rein. Aber ich tue nur zwei Drittel rein. Ich denke, das reicht. Wenn ihr es süßer wollt, könnt ihr ja immer noch Zucker hinterher tun, wenn mal probiert, nachdem das alles mal durchgezogen habt. Und jetzt fülle ich mal so eine Menge rein, wo ich denke, ja. Noch etwas rein. Das Problem ist halt immer das, wenn es mal drin ist, raus kriegt das nicht mehr. Es ist halt einfach dann schon eine Entscheidung, die steht halt fest, das was drin ist, ist drin. Ja, also ich habe jetzt noch ungefähr bis hierhin habe ich noch drin. Ich denke mal, dass es noch 150 Gramm sind, wo da jetzt noch drin sind. Und so, als nächstes füllen wir das erst auf mit Beeren. Bis hierhin. Und wenn wir soweit sind, machen wir weiter. Die Menge, die wir im Topf hatten, die reicht bestimmt für zwei solche Flaschen. Also man braucht gar nicht so viele sammeln, wenn ihr euch nur eine Flasche machen wollt. Man kann auch noch ein Gewürze Sternanis reintun und auch Gewürznelken oder Nelken überhaupt. Und jetzt schütte ich das auf mit Rum, mit weißem Rum. Wie schon gesagt, da hat man sehr, sehr viele Freiheiten, was man nehmen kann. Man kann natürlich auch einen super Whisky nehmen. Und jetzt wird es aufgefüllt. Ich habe jetzt die Flasche voll gemacht, bis hierhin, seht ihr ja. Jetzt tue ich meinen Korken drauf und schüttel das mal.
Dieses Schütteln muss man am Anfang so nahezu jeden Tag machen. An einem warmen Ort könnt ihr das stellen, das muss nicht kalt stehen. Es ist ja Alkohol, passiert rein gar nichts, sondern im Gegenteil, wenn es warm ist, geben diese Schlehen ihren Saft besser an den Alkohol ab. Diese Maische, die wir am Anfang gemacht haben, das Zerstoßen der Kerne, ist nicht unbedingt so dringend notwendig. Es schmeckt auch, wenn man es nicht macht. Aber dieses Bittermandelaroma passt wirklich gut dazu. Macht euch die Arbeit, ist mein Tipp. Und ihr habt wirklich ein Produkt, habt es selber hergestellt und ihr seid auf jedem Fest willkommen. Nicht vergessen, jeden Tag schütteln, nach 2 Monaten ist es perfekt. Ich würde sagen, zur Weihnachtszeit habt ihr ein schönes Mitbringsel. Viel Erfolg beim Nachmachen und Prost!